Hallo zusammen. Im heutigen Video möchte ich mit euch die Grundkompetenz WS 1.1 besprechen, bei der es darum geht, Daten aus Tabellen und Grafiken ablesen und weiterverwenden zu können. Ein kleiner Hinweis jedoch im Vorfeld. Im Grundkompetenzenkatalog steht unter WS 1.1 bei den Anmerkungen eine Liste von Darstellungsmöglichkeiten im Bereich Statistik, welche zur Reifeprüfung beherrscht werden sollten. Bitte schaut euch diese Liste gut an. Nun aber zum eigentlichen Video. Ich habe mir drei Aufgaben ausgesucht, mit deren Hilfe ich euch spezielle Darstellungsmöglichkeiten etwas näher bringen möchte. Zuerst die Nummer 1728, in der aus 32 europäischen Ländern die Anzahl der PKWs pro 1000 Einwohner erhoben wurde. Das Ganze wurde in einem Histogramm dargestellt. Nun soll man angeben, wie viele Länder im Bereich 500 bis 700 PKWs liegen. Es geht hier um ein Histogramm, das heißt, die Fläche ist wichtig. Schauen wir uns den Bereich an, wo er uns betrifft. Das ist der hier markierte. Der ist 200 breit und 0,03 hoch, also 3%. Es geht hier um die Fläche. Ich berechne diese 0,03 mal die Breite von 200 ergibt ausmultipliziert 6. Somit haben 6 Länder diese Anzahl. Wichtig noch einmal bei einem Histogramm. Es geht hier um die Fläche. Lasst euch bitte nicht von der Höhe der Säulen täuschen, sondern geht wirklich auf das, was in der Angabe steht. Und hier steht, die absoluten Häufigkeiten sind als Flächeninhalte dargestellt. Zur nächsten Nummer. Es ist die 1403. Hier geht es um die Internetnutzung von Jugendlichen und es wurde das Ganze in Mädchen und Burschen aufgeteilt. Man sieht, dass das hier mit Hilfe eines Kastenschaubilds, auch Boxblock genannt, dargestellt wurde. Man soll die beiden zutreffenden Aussagen finden. Gehen wir es im Einzel durch. Der Median der Anzahl von Burschen pro Woche ist etwas höher als die von den Mädchen. Bei den Burschen ist es 14, bei den Mädchen 12, der Median ist der Strich in der Mitte. Jawohl, das scheint richtig zu sein. Die Spannweite der wöchentlichen Nutzung der Plattform ist bei den Burschen größer als bei den Mädchen. Wenn man sich das Ganze anschaut, sieht man, beide Spannweiten sind 32. Spannweite, größter Wert, minus kleinster Wert. Also stimmt nicht. Aus der Grafik kann man ablesen, dass genauso viele Mädchen wie Burschen die Plattform öffentlich benutzen. Es steht keine Anzahl da, das heißt, ich kann hier gar nichts ablesen, wie viele Jungen und wie viele Mädchen das sind. Der Anteil der Burschen, die mehr als 20 Mal pro Woche die Plattform nutzen, ist zumindest gleich groß wie der von den Mädchen. Schauen wir uns das an. Bei den Mädchen ist 20 Q3, das heißt zumindest 75% liegen drunter. Bei den Burschen liegt es irgendwo zwischen Median und Q3. Somit ist diese Aussage richtig, da es zumindest gleich viel sind. Letztes noch, das muss in dem Fall falsch sein. Es geht darum, ca. 80% der Mädchen und ca. 75% der Burschen nutzen das 25 Mal pro Woche. Das kann ich nicht sagen, weil ich nichts über 80% der Mädchen weiß. Somit bin ich mir sicher, 1 und 4 sind korrekt. Bitte lasst euch nicht von Aussagen über 80%, 60% etc. hinreißen. Letzte Darstellungsmöglichkeit habe ich die Nummer 1584 gewählt, bei der es um ein Stängelblattdiagramm geht. Hier geht es mir weniger um die Aufgabe, sondern eher darum, wie habe ich das zu lesen. Ich habe hier zum Beispiel diese 2038 markiert und dies bedeutet, dass das die Werte 20, 23 und 28 darstellt. Also man hat immer die 10er Stelle vorne mit jeder einzelnen einer Stelle zu kombinieren. Ein weiteres Beispiel hier, was bedeutet 41, 41, 45, 46. Das heißt, dieses Stängelblattdiagramm ist nichts anderes wie eine Art Zusammenfassung von mehreren Daten, die ähnlich sind. Und man hat das hier etwas anders geschrieben. Man kann auch leicht hier, ich habe es beim Film B gemacht, herausfinden, wie viele Daten sind das. 1 in der ersten Zeile, 3 und so weiter. Das heißt, das sind insgesamt 14 Daten. So ist das zu lesen. Gut, ich hoffe, ich konnte euch mit diesen drei Beispielen helfen. Sage Danke und sehe ich hoffentlich im nächsten Video. Auf Wiedersehen!